Wie ich die 12 Wins in der YouTuber Challenge in Clash Royale geschafft habe, erfahrt ihr in diesem Video. Jetzt schauen wir uns mal ein paar der besten Games an. Und zwar erstmal dieses Match hier, da spiele ich glaube ich einen Friedhof Royal Ghost Deck. Oh ne, ein Friedhof Giant Skeleton Deck. Gegen einen Friedhof Royal Ghost Deck, ein unglaublich spannendes Match, kann ich euch wirklich nur ins Herz legen. Schaut euch das komplett an, also das ist wirklich eines der besten Matches, die ich jemals gespielt habe. So. Ich habe jetzt erstmal länger gezögert, da ich nicht wusste, ob der Poison auf das Mega-Minion oder auf die Hütte hauen kann. So. Der Gegner geht jetzt natürlich mit vielen Truppen rein. Das heißt, mir bietet sich eine Chance, circa 11 Elixier mit 9 zu countern. Also 9 wegen den Skeleton und Tornado. Ja. Ich finde übrigens scheiße, dass der Bug vom Royal Ghost immer noch nicht entfernt wird. Und ich nehme einfach mal stark an, dass es ein Bug ist, also dass er da keinen Damage von bekommt. Ja. Trotzdem muss man sagen, dass die Balance Changes nicht fair waren. Er hätte weniger genervt werden sollen. Das ist einfach nicht cool. Ich benutze jetzt statt ihm eine Banditin. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt mehr Elixier und eine Hütte, aber er hat halt dafür diese zwei Einheiten auf dem Feld. Und ja. Meine Hütte hat halt kaum Leben noch. So, ich habe mir jetzt, glaube ich, erstmal den Poison Spell auf den Friedhof gegönnt. Dann das Mega Minion auf den Royal Ghost. Mit dem Poison Spell sollte er dann, glaube ich, sterben. Ja, perfekt. So, das war jetzt, finde ich, eine ziemlich einfach saubere Defense. Also jetzt nicht mehr im Sinne von richtig krank gespielt. Sorry übrigens für die Lags. Aber, ja, heute habe ich schlechtes Internet und ich versuche das Ganze morgen nochmal aufzunehmen. Ja, hier ist gerade ein Update verfügbar. Also ich versuche das Ganze, wie gesagt, nochmal morgen separat aufzunehmen. Nur halt, kann ich mir nicht sicher sein, dass ich die Wiederholungen immer noch morgen habe, also dass sie dann verfügbar sind. Deswegen riskiere ich jetzt mal lieber nicht. Jetzt aktiviere ich einfach den King Tower, womit ich in einem Graveyard Mirror Match richtig gut im Vorteil bin. Bis jetzt waren da keine kranken Plays von irgendeinem von uns, aber es war einfach von uns beiden, finde ich, sehr solide runtergespielt. Also wie gesagt, meine subjektive Meinung. Dann ist der halt wieder ein bisschen reingegangen. Ich hatte dann direkt, glaube ich, den Poison Spell draufgehauen. Ja, er hat nochmal einen Poison Spell gewastet und daraus keine Value bekommen. Ist dann halt schon scheiße für ihn. So, jetzt damage ich damit nochmal so ein kleines bisschen den Royal Ghost. Okay, das war nachträglich ziemlich scheiße von mir. Aber jetzt stirbt der Royal Ghost dort nochmal und ich hole mir dann ein Riesenskelett. Der Gegner hat schon mal einen leichten Damage-Vorteil, weil er der einzige ist, der immer in der Offensive ist. Also ich meine, ich war ja die ganze Zeit so in der Defensive. Deswegen dachte ich mir jetzt, ich werde das langfristig entweder verlieren oder es wird ein Unentschieden rauskommen, wenn ich weiterhin nur defende. Und bin deswegen offensiv reingegangen. Das war, glaube ich, sogar eine gute Idee von mir. Jetzt habe ich zwar erstmal Damage eingesteckt ein bisschen, aber zum Glück nicht so viel, da der King Tower ja geholfen hat. Also das war wirklich gut von mir. Ja, die Lags sind einfach widerlich, aber ist ja nicht das Allerschlimmste. Ich meine, immerhin kann ich diese Videos überhaupt produzieren. Es tut mir auch sehr leid, Leute. Die nächsten Male wird es besser. Also wenn ihr an guten Clash Royale Content interessiert seid, würde ich euch doch mal bitten, hier zu abonnieren. Meine anderen Videos sind nicht so laggy. Da kann man das auf jeden Fall schon mal aushalten. Naja, ich will jetzt aber auch nicht zu viel darüber so labern, da ihr nicht deswegen hier seid. Also eigentlich schon, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, der Royal Ghost bekommt jetzt nochmal ein bisschen Damage. Ich muss den jetzt, glaube ich, nochmal mit einem Dark Prince steffen oder mit einem Tornado. Ja, mit dem Tornado wollte ich ihn jetzt einfach nur nochmal kurz wegziehen, nachdem er sichtbar wird, damit er keinen zweiten Hit rausbekommt. Nach dem Nerf ist das möglich. Vor dem Nerf wäre das ziemlich dumm gewesen. Jetzt spiele ich einfach nochmal einen Dark Prince auf die Kanonenkarre, Eismagier in den Friedhof rein. Ihr seht, mein Gegner hat sich über die Zeit, weil ich einfach die ganze Zeit in der Defense war, also weil ich halt in der Defense sein musste, also das war, hat er praktisch wie ein Control-Deck, den wird einfach benutzt. Damit hat er sau stark gegen mich gespielt. Und deswegen hatte ich halt einen ziemlich krassen Damage-Nachteil. Aber mit diesem Push habe ich dann, finde ich, würde ich sagen, das sehr gut kompensiert. Die Kanonenkarre sollte dann auch direkt wieder drauf gehen. Und das heißt, er hat jetzt praktisch nur einen Eisgolem und einen Graveyard-Push gemacht. Da ich allerdings nicht so viele Leben habe, musste ich jetzt einfach nochmal den Tornado benutzen. Das war wahrscheinlich... Jetzt gehe ich hier wieder mit dem Friedhof rein. Das hat sich aber dann, glaube ich, als Fehler rausgestellt.
Aber ich konnte damit wenigstens noch mal ein bisschen Value gegen Royal Ghost bringen. Und er musste noch mal einen Tornado spielen. Das war ganz extrem gut für mich. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder gleich auf. Und ich finde, von einem Damage-Nachteil von 1000 auf so auf sowas zu kommen, ist das auch auf jeden Fall schon mal ganz in Ordnung. Also ich meine, da kann man nichts groß gegen sagen. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Friedhof rein. Das hätte er jetzt mit dem Poison treffen müssen. Hat er sogar. Aber halt ganz am Rand können einzelne Skelette überleben. Nur für einen Hit, aber trotzdem. Dann kommt hier noch mein Poison-Spell drauf. Und das ist noch nicht das Spiel. Denn in den letzten paar Sekunden wird es nochmal witzig. Aber ab dem Punkt war praktisch schon klar, dass ich das gewinne. Hier habe ich das nochmal einfach weggezogen, damit die nicht tanken. Um einfach nichts anbrennen zu lassen. Hier dann nochmal ein Stack. Wegen Lag konnte ich euch leider den Rest nicht zeigen. Ich sage euch jetzt einfach, was passiert ist. Ich habe den Turm gepoisoned und habe gewonnen. Geil, ne? Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. So Leute, und jetzt seht ihr ja, der Gegner hat jetzt nicht so eine krasse Offensive gelandet. Das ist dann ja auch ziemlich gut für mich. Jetzt gehe ich einfach mal mit meiner Minions rein und mit Hilfe des Selbst können die Minions jetzt das Damage an Turm rausbekommen. Das war, finde ich persönlich, ein cooles kleines Play. Aber der Gegner hat jetzt wieder eine potenziell sehr starke Offensive, natürlich nur potenziell. Aber da er nicht so viel Energie hat, kann ich einfach jetzt die Fledermäuse spielen. Ich überlege, was ich machen soll. Ich setze ja den Babydrachen und die Minions auf den Friedhof. Einen Folgenschritt gegen Gegner. Jetzt würde nicht viel bringen. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal wirklich gefährlich, indem ich noch einen Miner dorthin bringe. Der Gegner ist gezwungen, einen Tornado zu bringen, den hätte er viel besser spielen können, indem er zum Beispiel den Miner mit den anderen Truppen zusammengezogen hätte, dann hätte er auch die anderen Truppen ja mitgetroffen. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig für den weiteren Verlauf des Spiels, wobei man sagen muss, dass ihm das vielleicht das Spiel gekostet haben könnte. So. Also, meine Bats sterben jetzt halt einfach und jetzt ist es einfach eine Sache von, ich will jetzt keine Elixier-Nachteile mehr bekommen. Aber wenn ich jetzt ein Baby drin spiele, dann verliere ich ja nicht wieder Leben, abgesehen davon war hier der noch wichtigere Punkt einfach, dass ich nicht wollte, dass mein Turm jetzt irgendwie einen fetten Damage bekommt. So, er bekommt, denn die Türme waren halt beide relativ low. Ja, also, deswegen ist es halt problematisch. Ich wollte hier den Babydrachen schon vorher abfangen. Das hätte natürlich nicht so gut funktioniert. Ich gehe jetzt mit Fledermäusen rein und jetzt weiß ich, ich muss den Turm vom anderen jetzt relativ schnell bekommen. Sonst habe ich verloren. Also jetzt erstmal ein Flatbox. Dann noch den Miner an den Turm. Diese Guards waren jetzt relativ gut, aber bei uns überlebt dann ein Kleinkram und ich schaffe es, den Turm zu zerstören. So. Der gegnerische Eismagier ist jetzt auch kein großes Problem und ich setze jetzt, glaube ich, einfach gleich einen Lava-Hund in die Ecke. Oder nach hinten. Habe ich mich gerade erfahren. So. Der gegnerische Baby-Drache kann jetzt aber mit Hilfe von Minions geklärt werden. Okay, ich benutze sie eben, den Bowler zu holen. Krass. Naja. Das Skelett fast kommt jetzt auch, die Fledermäuse auch, das war jetzt ein ziemliches Drecksplay von mir. Das habe ich nicht gut gemacht. Aber ich bin jetzt halt massiv im Vorteil, weil der Gegner jetzt auch ein Friedhofsdeck spielt. Wobei man sagen muss, dass man mit Splash ja gegen das Deck sogar eine Chance hat. Keine gute Chance, keine Frage. Aber eine 90-10-Situation ist jetzt ja auch nicht gerade. So, also hätte ich jetzt eigentlich theoretisch noch die Option gehabt, einen Miner zu spielen. Also ein defensiven Miner in der Situation. Wäre aber natürlich nicht wirklich die Ware gewesen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Der Lavon kann jetzt mit einigen Einheiten durchkommen. Das ist aber dann noch nicht der Turm. Das teilt einfach nur relativ guten Schaden aus. Was auch nochmal gut wird. Also der Gegner spielt jetzt auf dem Punkt etwas sau solide. Vorher hat das
deutlich schlechter gespielt, aber jetzt macht er das, finde ich, sogar ziemlich gut. Ich setze jetzt einfach nur noch praktisch den Ofen zum Cyclen, da seine Karte ist, bei der das nicht ausmacht, wenn ich sie von der Hand gebe. Und da ich auf keinen Fall wollte, dass der Eisbohnen mit ihm gefährlich werden kann, kommen wir natürlich den Friedhof. Also, erstmal überlegt hier warten. So. Daraufhin kommt ein offensiver Lava-Hund, der war allerdings zeitlich mit dem Friedhof, ungefähr so vom letzten her. Das heißt, ich wusste nicht, dass der Friedhof kommt. Aber der Friedhof kann einigermaßen gut noch gedeft werden. Wir bekommen zwar Schaden, aber das ist verkraftbar. Die Fledermäuse helfen mir noch, den Eismagier zu kreieren und der Turm bekommt Damage ab. Und ich habe einen Miner. Also ist es praktisch schon klar, dass ich das natürlich gewinnen werde. Ja. Ab dem Punkt war hieß es einfach nur noch solide runterspielen und nicht mehr komplett verkacken. So, der Gegner sieht auch noch die Tornado verkackt. Also kam jetzt noch der Baby dran und hat den Turm zerstört. Meiner Meinung nach war das ein gutes Match. So Leute, wir gehen dann mal direkt ins nächste Match. Moderner Friedhof, dieses Blechert. So. Ich spiele das Ganze momentan ziemlich scheiße mit den Baby-Sachen rein. Das heißt, die Gegner können auch nicht Value bekommen. Aber ich aktiviere noch den King Tower. An sich ein mega guter Vorteil. Aber die Gegner hat schon richtig viel Schaden rausbekommen. Das heißt, also es wird jetzt auf jeden Fall sehr defensiv für uns beide. Also er hat halt noch viele Leben und ich habe den King Tower. Also das ist beiden ist mehr oder weniger ziemlich gute defensive Option. Der Bowler war jetzt absolut scheiße. Also wirklich komplett hier gewastet. Ich glaube, da wäre ein Poison Spell gegen die Kanonenkarre besser gewesen. Aber das ist natürlich auch nicht tragisch. Ich muss jetzt aber einfach mit dem Friedhof reingehen, denn ich weiß, der wird meinen Turm so oder so in einer gewissen Zeit bekommen. Ich muss also in der Zeit auch Damage austeilen, sonst habe ich ja wirklich keine Chance. Und mit anderen Worten, zwingt mich also das Spiel dazu, Fehler zu machen. Also ich weiß, aber ich muss jetzt auch noch gut verteidigen, also ist es an sich sehr schwer. So. Ich hole mir jetzt meinen Eisgolem dorthin. Und dann noch Guards, um Kanonenkarre zu töten. Die hätte ich zwar anders platzieren können, um den Royal Ghost optimal zu besiegen, aber das war jetzt auch nicht allzu schlimm. Gegen den Royal Ghost muss ich jetzt aber nochmal einen Bowler spielen. Und jetzt macht er einen entscheidenden Fehler. Er geht auf der anderen Seite rein. Das kann ich aber relativ gut deffen und ich kann noch eine Menge Schaden zulassen. Ich weiß nämlich, es wird ein 1:1 und auf der anderen Seite hat er ja noch nicht so viel Damage. Also war das, wie gesagt, kein Misplay von mir, sondern es war einfach logisch, dass ich da nicht allzu hart verteidigt habe. Jetzt verteidige ich aber die andere Seite wirklich sehr tryhard-mäßig und habe dafür jetzt aber auch als Belohnung einen Counter-Push. Keinen allzu kranken, klar, aber ich habe eigentlich jetzt nochmal auf der anderen Seite rein, da ich auf der anderen Seite nicht so viel Damage gemacht habe. Und ich chip halt einfach am Turm. Klar, das ist jetzt natürlich nicht allzu krass, aber es ist schon mal ein Anfang. Und hier der Baby daran dazu, der mittelt auch noch den Royal Ghost ein bisschen mit. Der Ice Golem sorgt dafür, dass der Royal Ghost erstens nicht berührt und zweitens noch abgelenkt ist. Der Friedhof wird optimal geklärt und der Royal Ghost stirbt wegen des Bowlers. So, jetzt muss er direkt im Friedhof reinkommen. Die Kanonenkarre macht aber ordentlich was. Der Tornado zieht seine Truppen zusammen. Womit Baby Drachen und Bowler erstmal einen kleinen Metcalf anstellen können und da sind einfach viele Skelette am Turm connected. Das konnte sich der Gegner nicht leisten. Überhaupt nicht. So. Dann ist er jetzt einfach offensiv gegangen. Aber wie gesagt, so ein unsupporteter Graveyard Push wäre dann einfach nicht gut. So. Kommen jetzt hier einzelne Skelette am Turm an. Häufig wird drauf. Das ist dann das Spiel. GG. Zahnräder dort in der Mitte drehen sich, das heißt, die Technik läuft und Film ab. Jawohl, nice, eine halbe Geschwindigkeit, nein, Spaß. Ich will dann, glaube ich, mal einfach die normale Geschwindigkeit drin haben und dann mal gucken, wie schnell das so läuft.
Ich glaube nämlich, ich finde das jetzt sogar ganz angemessen. So. Okay. Tut mir leid wegen dieses Gerede, das er gerade. Ich habe nur gerade ein bisschen Scheiße gelabert, da es vorhin so geleckt hat. Also, wie ihr sehen könnt, habt ihr gerade ein Labern gespielt. Ich spiele dann direkt meinen Riesen, damit er dann, wenn ich meine Lakaien oder meine Lakaien Horde spiele, nicht einfach einen Babydrachen dagegen spielen kann. Hier sieht man jetzt die Fledermäuse, damit die keine große Value ausbekommen haben, habe ich sie einfach mal gesappt. So, dagegen habe ich einfach mal einen Kobelfass genommen, denn ich wusste, er hat kein Kampfholz, sondern nur ein Zap und halt noch die Fire Spirits vom Ofen, aber das ist ja nicht wirklich nennenswert dagegen. So. Dann kommt hier jetzt nochmal ein Eismagier. Der klärt den wunderschön ab. So. Die Eisgeister werden natürlich, ich meine natürlich die Feuergeister, sorry, werden natürlich auch gut wegrasiert und die werden das auch. Das heißt, der hat da gerade relativ gute Value rausbekommen. Und das für 3 Elixier ist, finde ich schon mal ganz in Ordnung. Ich meine, 3 Elixier, diese Value, ich meine, klar, das war jetzt kein Ultra-Value-Elektromagier, aber geht auch schlechter. Okay, alles klar. Damit hat jetzt der Gegner hier einen ziemlichen Elixier-Nachteil. Ich selber dann das Ganze hier einfach nochmal und werfe ein Koboldfass. Damit habe ich jetzt einen Damage-Nachteil. Aber dank des Koboldfasses keinen großen. Und ich habe jetzt einen Elixier-Vorteil. Dieser Ofen war ziemlich schlecht, finde ich. Denn jetzt konnte ich dort erstmal offensiv reingehen. Der Gegner setzt einen Inferno-Drach, ich meine natürlich einen Baby-Drach, das musste den selbst dagegen das Skelett-Armee bringen. Jetzt konnte ich aber deswegen ein besseres Probefass nehmen. Einfach dort die Fledermäuse zappen und die Fledermäuse hätten das Probefass geklärt, hätte der Gegner nicht den selbst auf die Skelett-Armee spielen müssen. Das nennt man einfach nur Taktik. Wenn man das jetzt mit der gemacht hat. So. Jetzt, war es eigentlich ganz einfach. Ich musste einfach nur noch warten, bis das Skelett was aufloppt. Das dann am besten einfach direkt säben. Oder nee, direkt den King Tower säben. Ja, sorry, so geht's noch besser. Und dann direkt den Gegner besiegen. Das war auf jeden Fall sehr geil. Hat eine Menge Spaß gemacht. So, jetzt gucken wir uns nochmal eine Wiederholung vom Anfang an. Das ist meiner Meinung nach eine sogar relativ coole, wobei ich sagen muss, dass die Gegner ein paar Sekunden, glaube ich, einen Internet-Lag oder sowas hat, also vermute ich es einfach mal. So, der Gegner geht erstmal offensiv hier rein, um zu testen, was ich habe. Der Eisgeist von ihm war sehr gut. Er guckt erstmal, ob ich irgendwas da habe, also Fledermäuse zum Beispiel. Ich distracte erstmal den Ritter mit dem Hawk Rider und versuche noch einen Hit rauszubekommen. Das klappt auch, dann selbe ich jetzt erstmal seine Bogenschützen und Bats, sodass ich da keinen nennenswerten Nachteil rausbekomme. Ich setze jetzt erstmal nicht den Inferno-Turm, da es einfach nicht schnell genug gewesen wäre, beziehungsweise ich dann in einen Elixier-Nachteil gekommen wäre, so bin ich zwar im Damage-Nachteil. Aber, das war ich dann erstmal lieber bereit hinzunehmen, vor allem weil ich den Inferno-Turm das nächste Mal gegen seinen Schweinreiter haben würde. Und damit wäre ich dann vom Cycle her, also vom schnelleren Cycle her, definitiv mit den Bogenschützen auf der besseren Seite. Könnte man es als Misplay beschreiben? Ja, hier seht ihr, der Gegner hat kurz, ich nehme an, gelaggt. Ja. Da kommt jetzt ein ziemlich guter Feuerwehr, würde ich sogar mal sagen. Also ich meine, jetzt nicht extrem gut, aber war schon in Ordnung. So, diese Zap hat jetzt einfach nochmal den Fokus vom Ritter geändert, sodass der Ritter nochmal ein bisschen mehr Schaden bekommen hat. Da ich aber wusste, der Gegner seinen Feuerball schon gespielt, konnte ich die Bogenschützen hinter seinen Turm spielen. Ich wusste, die Bogenschützen der Turm würden den Ritter genau töten, wenn ich den noch einfrieren würde. Tada! So, jetzt war es eigentlich nur eine Sache vom Hawk Rider. So, damit war jetzt erstmal der Inferno-Turm mehr oder weniger draußen. Und aufgrund der Anzahl der Karten, die ich gezeichnet habe und er, hätte ich den Inferno-Turm also beim nächsten Mal auch cyclen können. So. Jetzt am besten einfach wahrscheinlich dann ein Ritter. Ja, genau. Die eine Bogenschützin, die ist eigentlich sehr der außerhalb der Turmreichweite. Oh, nee, doch nicht. Super. So. Jetzt noch einfach mal die Fledermäuse dazu. Dann hat man jetzt schon einen besseren Cycle wieder. So, jetzt müssten die Bogenschützen eigentlich nur noch gesplittet werden. Dann müsste ein Eisgäst an die Brücke kommen. Nein, nein, doch lieber nach hinten vielleicht. Ja. Einfach von den Bogenschützen, okay. Alles klar, dann habe ich einen Hawk Rider dorthin gemacht. Der Eis ist jetzt erstmal toll, das abgelenkt. Ich habe dann einfach nochmal gesappt in der Hoffnung, der Inferno-Turm könnte den Eisgeist doch nicht ganz töten. Und der Eisgeist würde nochmal den Turm anfrieren. Das hat dann allerdings leider nicht funktioniert.
Hier hat dieser Feuerball dann allerdings einen Bogenschützen verfehlt. Das war aber auch nicht so tragisch. Hier, der ist erst auf der Brücke. Aber der Ritter hat die nochmal schön getötet. So, und jetzt kommt nochmal ein Sepp drauf. Das war ein ziemlich unnötiger Scheiß-Sepp von mir. Das war jetzt nicht so ganz skillhaft gespielt. Aber ich fand es eigentlich sogar ganz in Ordnung. So, jetzt kommt hier nochmal so ein geiler Eisgeist. Die Bogenschützen tötet perfekt den Turm, beziehungsweise stört perfekt den Inferno-Turm. Der Feuerball kommt und meiner kommt allerdings auch. Der Gegner muss sammen. Und damit ist es GG und ich habe gewonnen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich dieses Lava-Deck gehasst, also nicht, wenn man dagegen spielt, sondern wenn man das selbst spielt. Aber ich muss sagen, langsam, so vom Spielen, mag ich das sogar ganz gerne, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich würde es nicht normal spielen. Also, denke ich mal. Ist ja auch egal. Naja, jedenfalls habe ich hier dann versucht, das, den Baby-Drachen, das würde ich, sorry, damit zu zerstören. Allerdings hat das nicht gut geklappt. Der Poison Spell war jetzt meine letzte Möglichkeit, hat der Gegner sehr gut gemacht. Allerdings konnte ich ja seinen Miner predicten. Deswegen habe ich einen Elixier-Vorteil behalten. Und ist auch noch ein paar gratis Guards. Also zwei gratis Wächter. Kann man sich auf jeden Fall nicht sonderlich drüber aufregen. Ich meine, jetzt sind es halt gratis, wie gesagt. So. Und ich habe damit natürlich noch eine Karte weiter gecycelt. Das auch immer, was auf jeden Fall immer ganz gut ist. So. Die habe ich jetzt einfach dann gesetzt, um die Fire Spirits abzufangen. Das war aber rückblickend dann doch eine extrem schlechte Nachtext. Ich dachte nämlich, die würde die Fledermäuse eine halbe Sekunde oder so später spawnen. Dann wäre das Ganze einfach nur episch geworden. So, jetzt denke ich mir einfach mal, mache ich einen auf Base Race und setze dort den Golem. Den Mega-Lakai sollte ich mir aber am besten für den Baby-Drachen aufheben. So. Ich setze dann direkt mal den Lumberjack und wahrscheinlich dann direkt dann noch jetzt die in den Mega-Lakai, genau. So. Dann haut hier der erstmal den Baby-Drachen kaputt und dann natürlich auch noch die normalen Minions. So. Der Mega-Lakai ist da jetzt halt mit den zwei Mini-Golems am Turm und kann munteren Schaden austeilen. Und sein Turm fällt. Einziges Problem, mein Turm ist auch fast down. So, und jetzt schafft er es auch komplett wirklich, meinen Turm zu bekommen. Aber damit bin ich jetzt in einem sehr, sehr guten Elixier-Vorteil, wenn ihr euch das mal anschaut. Hier, ich führe um ca. 7 Elixier. Und jetzt hat er diesen Vorsprung nochmal krasser gemacht. Denn das kann ich jetzt einfach mit einem Poison-Spell ziemlich entschärfen. Damit hat er das einfach overcommitted und ich als guter Golem-Spieler, also ich bin jetzt haupt-deck-technisch jetzt kein Golem-Spieler, also ich bin hauptberuflich kein Golem-Spieler, weil das natürlich nur ein Witz. Natürlich bin ich einer. Spaß, nein. Naja, aber ein guter Golem-Spieler oder jemand, der zumindest gut mit dem Golem umgehen kann, ist sozusagen, der weiß, wie vernichtend das ist. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Golem ist mein absolutes Hass-Deck. Wenn ich dagegen spiele, hasse ich das echt wie die Pest. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, ein gutes Besäufnis mit euren Kumpels. Haut rein, abonnieren nicht vergessen, ciao mit Au.